Leute, wollt ihr wissen, wie einfach es ist, in Deutschland Steuergelder zu kassieren und obendrein seine geisteskranke Ideologie noch zum Gesetz zu verabschieden? Ich erzähl's euch. Wir nehmen Markus Ganserer, ein gelernter Forstwirt, verheiratet mit zwei Kindern, so weit, so gut. Nun hat er 2018 sich entschieden, eine Frau zu werden. Er zieht jetzt Frauenkleider an, aber seinen Penis behält er, weil, ich zitiere ihn oder sie, ein Penis ist ja per se kein männliches Geschlechtsorgan. Okay. Über die Frauenliste hat Markus Tessa nun ein Bundestagsmandat erhalten. Einfach mal googeln, wie hoch die Bundestagsdiät ist, aber ja, sei ihm oder ihr gegönnt, sind ja nur unsere Steuergelder, die da draufgehen. Und ob er das als Mann geschafft hätte, sei da mal hingestellt, aber ja, ich will nicht sexistisch sein, nicht in dieser heutigen Zeit und so Gender und so, ja. Aber was ist denn jetzt das Anliegen von ihm oder ihr? Doch nicht etwa die geisteskranke Ideologie, die er oder sie uns da aufschwätzen möchte, oder? Die Grünen, die möchten jetzt ein Selbstbestimmungsgesetz verabschieden. Man darf dann selbst entscheiden, welches Geschlecht man möchte. Ich als Mann kann dann sagen, hey, ich möchte jetzt eine Frau sein, ich muss mich nicht mal umoperieren lassen. Und ich gehe sogar so weit, ich muss nicht mal Frauenkleider anziehen, weil wo kommen wir da hin? Und dann kann es halt auch mal vorkommen, dass ein Transgender-Schwimmer, Sternchen-Schwimmerin, den Weltrekord bricht im Frauenschwimmen. Aber alles gut und alles gerechtfertigt im besten Deutschland aller Zeiten sei ihm oder ihr gegönnt, oder? Ich meine, in was für einer gerechten Welt leben wir? Ich darf jetzt bald selbst entscheiden, welches Geschlecht ich haben möchte. Aber die körperliche Unversehrtheit, da bin ich dann unsolidarisch. Die gleichen, nämlich die Grünen, die dieses Selbstbestimmungsgesetz fordern, die fordern auch die allgemeine Piekspflicht. Okay, grüne Doppelmoral. Linksgrün ideologischer Scheiß, den die meisten Deutschen gar nicht mitbekommen, weil sonst wären wahrscheinlich noch viel mehr Menschen auf der Straße. Es ist krank. Wir leben im besten Deutschland aller Zeiten und es wird doch besser mit diesen Gesetzen, mit diesen Affen, die da im Bundestag sind. Und da bin ich einfach ganz bei dieser Beatrix von Storch. Man kann von ihr halten, was man will, aber hier hat sie recht. Hundertprozentig. Wie lange wollen wir diesen Irrsinn noch mitmachen? Wieso sollten wir solche Menschen mit unseren Steuergeldern bezahlen? Sagt mir das mal bitte jemand. Es ist doch unfassbar, oder? Also bin ich der Einzige, der sich da aufregt, Mann? Schreibt's mal in die Kommentare, bin ich behindert oder seid ihr behindert? Alter, ich könnte mich da so krass drüber aufregen. Unfucking fassbar, Mann.